Wie können Sie als Führungskraft eine klare Ansage machen, ohne die Gefühle Ihrer Mitarbeiter zu verletzen? Also, wie können Sie klar und deutlich Feedback geben und dabei wertschätzend bleiben? Worauf kommt es da wirklich an? Bleiben Sie dran. Wenn Sie mehr über Führung und Karriere wissen wollen, abonnieren Sie meinen Kanal und klicken Sie auf die Glocke. Dann werden Sie automatisch informiert, wenn ich neue Videos hochlade. Als Geschäftsführer meines eigenen Unternehmens, wie auch als Führungskraft in einem internationalen Konzern, habe ich über Jahre einige Erfahrungen mit Feedback geben sammeln können. Und zwar in allen Kulturen. Ich habe da früher einiges falsch gemacht. Aber mit der Zeit habe ich ein Gespür entwickelt für Feedback. Ich habe rausbekommen, wie richtig Feedback geben funktioniert und worauf man da unbedingt achten sollte. Und wie man es so formulieren sollte, dass es auch wirklich als Hilfe angenommen wird. Denn das ist das Entscheidende. Feedback sollte immer so sein, dass es eine Hilfe für den anderen ist. Es ist ein Geschenk. Wenn Sie eine Ansage machen müssen, dann geht es darum, wertschätzend und respektvoll zu kritisieren und dabei aber immer klar und deutlich zu sein. Machen wir das mal an einem Beispiel klar. Herr Meier arbeitet seit 3 Jahren als Serviceingenieur. Er ist viel draußen vor Ort beim Kunden, um Maschinen zu reparieren. Sein Chef schätzt an Herrn Meier seine Gewissenhaftigkeit und seine Fachkompetenz. Allerdings arbeitet Herr Meier sehr langsam. Im Schnitt braucht er doppelt so lange für vergleichbare Reparaturarbeiten wie seine Kollegen. Erst kürzlich hat sich ein Kunde wieder über eine Reparatur beschwert, weil sie zu lange gedauert hat. Der Chef will nun Herrn Meier helfen, bei den Reparaturen vor Ort schneller zu werden. Sollte das nicht gelingen, dann wird er Herrn Meier in den Innendienst versetzen müssen. Hier jetzt eine mögliche klare Ansage des Chefs. Herr Meier, schon wieder hat sich ein Kunde über Sie beschwert. Sie sind einfach zu langsam. Das muss sich dringend ändern. Wenn Sie in den nächsten 6 Monaten es nicht schaffen, die Reparaturen vergleichbar schnell wie Ihre Kollegen zu bearbeiten, ja, dann tut's mir leid, aber dann muss ich Sie leider in den Innendienst versetzen. Ich hoffe, das ist Ihnen klar. Also, machen Sie mal was. Sehen Sie zu, dass Sie da die Reparaturen schneller hinkriegen. Das ist doch nicht so schwer. Das ist eine klare Ansage. Aber ist sie auch wertschätzend? Oh ja, nicht wirklich. Ein solches Feedback verletzt. Mit einer derartigen Kritik zieht der Chef das Selbstbewusstsein seines Mitarbeiters richtig ordentlich in den Keller. Der Chef kritisiert nur, er verallgemeinert. Sie sind einfach zu langsam und er bietet auch keine Hilfe an. Der Chef will eine Änderung und droht einfach nur mit Konsequenzen, wenn die Verhaltensänderung nicht eintritt. Ah ja? Das ist nicht konstruktiv. Das ist kein konstruktives Feedback. Das ist ganz einfach nur führen mit Angst. Uiui. Nicht gut. Wird der Chef damit eine positive Verhaltensänderung bewirken? Wahrscheinlich nicht. Denn Herr Meier ist total verunsichert. Wahrscheinlich weiß er gar nicht, wie er schneller werden soll, ohne die Qualität zu verringern. Aber seinen Chef fragen? Das wird er sich nicht trauen. Jetzt sagen Sie vielleicht, genau, so einen Chef kenne ich auch. Sowas macht man nicht. Man muss schon wertschätzend kritisieren und respektvoll dem Mitarbeiter gegenüber sein und Hilfe anbieten. Ja, das stimmt. Aber viele Führungskräfte fokussieren zwar auf Wertschätzung, trauen sich aber nicht, eine klare Ansage zu machen. Also Herr Meier, ich wollte Ihnen nur mal sagen, wir sind richtig zufrieden mit Ihnen. Qualität da draußen beim Kunden, klasse. Und mir ist natürlich auch bewusst, dass so hohe Qualität seine Zeit braucht. Da ist hoher Sachverstand nötig und vor allem, da muss viel überprüft werden und man muss da schon gewissenhaft vorgehen. Und Sie sind sehr gewissenhaft und das schätze ich auch sehr an Ihnen. Herr Meier strahlt. Der Chef weiß halt, was er an ihm hat.
Eine Kleinigkeit habe ich da aber noch. Sie wissen ja, die Kunden, die wollen immer hohe Qualität. Aber die Zeit und die Kosten, die drängen halt immer. Sie wissen ja, welchen Druck da die Kunden manchmal aufbauen. Deswegen, es wäre deshalb schon gut, wenn Sie die Reparaturen so ein bisschen schneller erledigen könnten. Schauen Sie doch mal, was Sie da machen könnten, um die Arbeiten so ein bisschen zu beschleunigen. Wenn Sie da Fragen haben, kommen Sie einfach auf mich zu, wenn Sie auch irgendwie Hilfe brauchen oder sowas. Aber wie gesagt, die Qualität, da sind wir sehr zufrieden mit Ihnen. Die ist wirklich hervorragend. Machen Sie da weiter so, ne? An der Geschwindigkeit müssen wir halt ein bisschen was tun. Aber ich denke, wir verstehen uns, oder? Glauben Sie, dass der Herr Meier versteht, was sein Chef ihm versucht hat zu sagen? Ich glaube, dass nur das Positive bei Herrn Meier hängen bleibt. Herr Meier wird abends mit stolz geschwellter Brust seiner Frau berichten, dass der Chef ihn gelobt hat. Liebling, mein Chef ist mit mir sehr zufrieden. Er lobt vor allem meine hohe Qualität und Gewissenhaftigkeit. Dass Herr Meier mit seinen Arbeiten schneller werden muss, das hat er zwar gehört, aber das ist nicht entscheidend, nicht entscheidend für ihn. Er verdrängt es. Nach 6 Monaten fällt Herr Meier aus allen Wolken, wenn sein Chef ihn dann vermeintlich ohne Vorwarnung, in den Innendienst versetzt. Was ist hier schiefgelaufen? Der Chef hat sich nicht getraut, klar und deutlich zu sagen, was Sache ist. Ein respektvolles, wertschätzendes Feedback, was trotzdem klar, deutlich und hilfreich ist, das könnte sich beispielsweise so anhören. Herr Meier, ich schätze Ihren hohen Sachverstand und auch Ihre gründliche Arbeit vor Ort. Allerdings brauchen Sie im Schnitt doppelt so lange wie Ihre Kollegen. Das ist nicht akzeptabel. Wie Sie wissen, haben sich ja auch bereits schon verschiedene Kunden über Ihre zu langsame Bearbeitung beschwert. Da müssen wir was tun. Wenn sich das in den nächsten 6 Monaten nicht deutlich verbessert, so leid es mir tut, dann muss ich Sie in den Innendienst versetzen. Ich weiß, dass Sie das nicht wollen, ich will das nicht, deshalb, wie kann ich Ihnen helfen? Was brauchen Sie von mir, damit Sie die Arbeiten vor Ort in vergleichbarer Schnelligkeit wie Ihre Kollegen erledigen können? Das ist ein gutes Feedback. Herr Meier weiß, was sein Chef an seiner Arbeit schätzt. Aber er versteht auch, dass er schneller sein muss, wenn er seinen Job behalten will. Gleichzeitig bietet der Chef ihm an, ihn zu unterstützen. Wenn Sie einem Mitarbeiter Feedback geben, achten Sie darauf, dass Sie seine Arbeit schätzen, aber sagen Sie ihm auch klar, was er verbessern muss. Und bieten Sie ihm dabei Hilfe an. So machen Sie eine klare Ansage und sind trotzdem wertschätzend. Schauen Sie sich auch unbedingt mein Video zu den Feedback-Regeln an. Ich gebe Ihnen dort meine 3 entscheidenden Tipps, worauf Sie unbedingt achten müssen, wenn Sie Ihren Mitarbeitern helfen wollen, sich zu verbessern und was Sie auch tun sollten, damit auch Sie hilfreiches Feedback von Ihren Mitarbeitern erhalten. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn Sie mir ein Like oder einen Daumen hoch für dieses Video hier auf YouTube geben. Vielen Dank und bis demnächst.